Willkommen zurück, abscheuliches Böses. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu meinem neuen Let's Play Dungeons 3. Endlich ist es raus, ich habe den zweiten Teil zwar noch nicht fertig gespielt, das hindert mich aber nicht daran, einfach mal den dritten Teil zu starten, weil ich auf den doch schon ziemlich lange gewartet habe. Ich konnte ihn auf der Gamescom anspielen, war begeistert und machen wir ein Tutorial? Nein, wir gehen direkt zur Hauptkampagne, oder? Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Bösen hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. So, wir haben mehrere Missionsziele hier. Einmal die Mission der Schatten des absoluten Bösen einfach abschließen. Dann Tod und Verderben. Vernichtet in der Mission der Schatten des absoluten Bösen neun Helden mit Talias Feuerbombe. Und in der Mission der Schatten des absoluten Bösen bekommt der Schatten keinen Schaden durch Licht. Dann würde ich sagen, legen wir dahingehend einfach mal los. Es war einmal vor langer Zeit. Das absolute Böse hatte, im famosen Vorgänger dieses Spiels, die Welt unterjocht und das Gute besiegt. Nun, in einer Welt voll Verderben, verbrachte es seine Tage damit, Cocktails aus den Schädeln der Feinde zu schlürfen und bei einem gegrillten Einhorn am Spieß neue Pläne zu schmieden. Dummerweise gab es da nicht viel zu schmieden. Ein paar Hosenzieher bei den Orks, hier und da ein Streich bei den Schnodderlingen. Es gab nichts mehr, das man noch hätte erobern können. Wochen und Monate vergingen und das absolute Böse wurde immer verschwiegener und zog sich zurück. Tief aus dem Dungeon des deprimierten Bösen hörte man ab und zu ein Murmeln, welches aus dem geheimen Geheimlabor kam. Seine Kreaturen machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen und vermissten irgendwann sogar seine genial bösen Streiche. Irgendwie war es für sie verwirrend, mal nicht geschlagen, gefoltert und in den Tod geschickt zu werden. Andererseits auch eine nette Abwechslung. Die Äonen verstrichen und die Einhörner gingen zur Neige, als plötzlich, eines wunderbaren Tages, das geniale Böse sein Geheimlabor freudestrahlend verließ. Es hatte ein neues Ziel gefunden. Ein unbekannter Kontinent, wie in Fortsetzungen häufig zu finden, lag im Osten, vor dem niederträchtigen Bösen nur durch ein lächerliches Meer geschützt. Sofort ließ es eine Flotte bauen. Diese war so gewaltig, dass sie den Horizont verdeckte und war mit den kampfstärksten Kreaturen des verschlagenen Bösen bemannt. Die Flotte setzte zur Überfahrt zu diesem neuen Kontinent an, fuhr aus dem Hafen und sank. Davon ließ sich das sich nicht um seine Kreaturen scherende Böse nicht beeindrucken. Es setzte seine Goblins daran, eine noch viel gewaltigere Flotte zu entwerfen. Diese neuen Schiffe waren gigantisch. Besetzt mit den zweitbesten Kreaturen des verschlagenen Bösen, brach die Flotte auf und sank ebenfalls. Das genervte Böse unterdrückte seinen unerbittlichen Zorn auf die Schiffsbauer. Offensichtlich musste es sich selbst um die Sache kümmern. Mit einem Seufzen setzte es zu einem Zauber an und erschuf einen Schatten, ein Geschöpf absoluter Schwärze und Bösartigkeit. Dieser Schatten flog nun über das Wasser gen Osten. Dort würde es ein Gefäß finden, ein korrumpierbares Wesen, das dieses Land im Namen des Bösen einnehmen würde. So, es gab wohl nichts mehr zu erobern. Okay, jetzt wurden wir schon gespoilert, was das Ende des zweiten Teils angeht. Aber gut, worauf sonst hätte es hinauslaufen sollen? Ja, warum es mit der Überfahrt nicht so geklappt hat, wird sich hoffentlich noch rausstellen. Ich vermute mal, wahrscheinlich gab es irgendeine gute Abwehrmethode. Der große Paladin Thanos, Held der noch viel östlicheren Königreiche und ein widerwärtig guter Zeitgenosse. Gerade besuchte er zusammen mit seinen Kameraden die ermüdende Bibliothek in Twistram, um nach seiner Ziehtochter Talia zu sehen. Nun, Talia, berichte mir von deinen Studien. Kommst du voran mit den Schriften der alten Weisen?
Ja, Thanos. Ich habe es langsam verinnerlicht und bin dem Guten einen Schritt näher gekommen. Das Verlangen in mir, Böses zu tun, ist besiegt. Wirklich? Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Widme dich weiter deinen Studien. Ich werde nach Sturmluft reisen, um ein paar Dinge zu klären. Ich werde aber bald zurückkehren. In der Zwischenzeit wird mein treuer Freund Grimli die Lande beschützen. Sollte dich etwas bedrücken, kannst du dich an ihn wenden. Nicht wahr, Grimli? Ei, natürlich, Thanos. Ich werde auf die verdammte Elfe, ich meine dein Mädchen, ein Auge haben. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann auf bald, meine Freunde. Möge die Göttin über euch wachen und das Licht ewig leuchten. Gute Reise, Vater. Ich werde dich mit Stolz erfüllen. Gut ist, wer Gutes tut. Ach, diese unerträglichen Floskeln sorgen immer für einen widerwärtigen Geschmack in meinem Munde. Diese unnatürlich guten Helden ahnten derweil noch nichts von der Bösartigkeit, die sich im Süden gegen sie zusammenbraute. In einem Moment graste dort noch eine Schafherde. Und im nächsten Moment... mit einem sinnverwirrenden Knalleffekt, der die Hälfte unseres Special-Effects-Budgets verschlungen hat, trat der Schatten in die Welt. Sein Ziel, eine Dunkelelfe, gefangen zwischen Gut und Böse, war ganz nah. Als sich der Schatten des unsäglich bösen Bösen durch die Welt bewegte, starb diese um ihn herum. Pflanzen verdorrten, Tiere vergingen, amerikanische Serien wurden abgesetzt. Quasi wie ein Picknick mit meiner Familie. Ja, wir sehen auch im dritten Teil ist der Humor des Erzählers ungebrochen und ich finde diese Anspielung einfach immer sehr geil. Mit Twistrahmen und Sturmluft und Hasse nicht gesehen. Ach, ich mag das Spiel einfach. Ich mag das Spiel jetzt schon. Hoffe ich. Also nein. Ich gehe mal davon aus, dass es gut sein wird. Sehen tun wir es aber erst, wenn wir noch ein bisschen weitermachen. Da ist ein Krieger, das ist nicht Der gut. Schatten des weit entfernten Bösen fand sich ganz in der Nähe von Twistram wieder. Er konnte die Präsenz seines Ziels förmlich spüren. Nehmt diese Laternenmänner und lasst das Licht der Göttin leuchten, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Außerdem liegt hier ein Haufen Pferdedung herum. Ich bin vorhin schon in einen getreten. Für die Dunkelheit! Ich meine, für das Licht. Tut mir leid, ich bin noch in Ausbildung. Das ist jetzt etwas suboptimal. Natürlich war der Schatten des übermächtigen Bösen eine unsagbar kraftvolle Kreatur. Aber mit Licht hatte er es nicht so. Es war sicher klug, dem Lichtschein der Laternen fernzubleiben. Gut, dann machen wir das auch mal. Da oben ist, also hier unten, da ist leider noch versperrt, da kommen wir noch nicht durch. Vielleicht im späteren Verlauf, ich bin mal optimistisch, dass wir da uns noch einen Weg bahnen können, früher oder später. Oh, eine riesige rasierte Sau, köstlich. Oder ein Krieger. Der Schatten erreichte den Eingang von Twistram. Dieser war glücklicherweise nicht verschlossen, dafür aber hell erleuchtet. Gott sei Dank patrouillierte davor ein unglückseliger Wachposten, den der Schatten mittels seiner immensen Kräfte übernehmen konnte, solange er sich nicht im Licht befand. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Moment, er ist nämlich gerade wieder ins Licht gegangen, weil wir waren ein bisschen zu langsam an der Stelle. Sieht er mich eigentlich oder sieht er mich nicht? So. Der Schatten des absoluten Bösen verschmolz mit der Wache und beherrschte nun ihr Tun. Mühelos konnte er so nun das Tor passieren. Was war denn das? Ich glaube, das dritte Bier vorhin war schlecht. Leider herrschte die Übernahme durch den Schatten nur für eine begrenzte Zeit, ehe sich die Wache befreien konnte. Immerhin reichte es aber, um das Tor zu passieren. Nicht weit entfernt befand sich das Ziel des Schattens, Talia, die Dunkelelfe. Schon bald würde sie abermals auf der Seite des Bösen kämpfen.
Möge die Göttin mit euch sein, meine Freunde. Es ist bald soweit und das Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek wird eröffnet. Kommt zum großen Platz und nehmt an den Feierlichkeiten teil. Nun, ich weiß ja nicht. Ich hatte eigentlich schon den Abend in diesem Badehaus. Freunde, dieses Waisenhaus ist sehr wichtig für meinen Vater Thanos. Ihr wisst schon, dieser mächtige Paladin, den ihr keinesfalls beleidigen wollt. Schon gut, wir kommen ja. Ausgezeichnet! Möge das Licht der Göttin über euch erstrahlen und wir uns gemeinsam zu diesem berauschenden Spektakel am großen Platz einfinden. Folgt mir, meine Freunde, für das böse Licht, meine ich. Haltet das Licht schön hell, denn die Nacht ist dunkel und voller Schnecken. Oder Schnacken? Naja, irgendwas in der Art. Und Game of Thrones Anspielung. Whee! So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir unseren Schatten hier am Licht vorbei manövrieren. So, du gehst bestimmt hier so kreisförmig hier rum. Ja. Okay, hier oben kommen wir sowieso nicht lang, stelle ich gerade erschreckend fest. Okay, heißt, wir dürfen wahrscheinlich hier hinten lang. Wo gehst du lang? Nicht gut. Ich wollte gerade sagen, du willst doch bestimmt mal so langsam weggehen, ne? Ah, ich muss bestimmt jetzt eben schnell hier rein. Warten, bis er wieder an mir vorbeigeht und dann klaue ich mal hier diesen Erzmagier. Und snack ihn mir weg. Ja, das könnte ein Plan sein. Ich glaube, anders geht's auch gar nicht. Halte die Laterne nicht so in mein Gesicht, Junge. Ich bin Grimli, König der Zwerge. Und die kalten und schwarzen Tunnel unter den... Bin ich hier überhaupt richtig? Okay, ich bin jedenfalls vorbeigekommen. Jetzt habe ich dieses verdammte Spitzohr an der Backe. Ich meine die Ziehtochter von meinem guten Freund. Ja gut. Ich glaube, in dem Palaver müssen wir jetzt nicht unendlich lange zuhören. In der Ferne konnte man die unerträglich guten Glocken einer Kirche hören. Dies musste die Ankündigung der Einweihung des Waisenhauses in der ermüdenden Bibliothek sein. Helden mit Laternen begannen sich dorthin aufzumachen. Der Schatten des bei Rot über die Ampel gehenden Bösen fluchte, oder er würde es getan haben, wenn er einen Mund gehabt hätte, und versuchte den Laternen, so gut es ging, auszuweichen. Oh Mann. Im Namen meines Vaters Thanos, dieses Waisenhaus in der ermüdenden Bibliothek zu eröffnen. Es freut mich, dass ihr aus freien Stücken so zahlreich erschienen seid. Okay, dann machen wir mal Platz, Homie. Ja, noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Und wir kommen ran. Endlich. Moment. Endlich war es soweit. Der Schatten des rechtsüberholenden Bösen befand sich in Reichweite von Talia, der Dunkelelfe. Nun würde er seine immensen Fähigkeiten dazu nutzen, kurzzeitig Besitz von ihr zu ergreifen. So, dann legen wir mal los und schauen mal, was passiert. Mein Vater wäre sehr stolz, wenn er heute bei uns sein könnte. Es ist in seinem Sinne, dass wir den Jungen und Schutzbedürftigen hier ein Zuhause geben. Deshalb freue ich mich, dieses Waisenhaus in Schutt und Asche zu legen und euch alle gleich mit dazu. Was hat sie gesagt? Sterbt! Whee! Dann machen wir mal ein bisschen was mit der Feuerbombe hier. Zack. Ich spüre die Kraft in mir. Sie ist über 9000. Ungeahnte Kräfte wurden in Talia freigesetzt. Die schwarze Magie der Dunkelelfen. Sofort machte sie sich daran, diese Mächte des Chaos auf die Welt loszulassen. So, dann... Ich mache euch alle platt. Nein, nicht. Wir brauchen doch noch ein bisschen was mit der Feuerbombe. So, Moment, zack. Machen wir euch auch mal platt. Und boing.
Ich mache euch alle platt. Die Dunkelelfe wütete unter den Wachen Twistrams. Dabei baute sie eine gewaltige Energie auf, die sie mit einem Kamehameha als kanalisierten Strahl in die Welt entließ. Währenddessen wartete man in der ermüdenden Bibliothek bei Kaffee und Kuchen darauf, dass Talia erscheinen würde, um das Waisenhaus zu eröffnen. Der Energiestrahl traf und ließ den Kuchen zu Asche zerfallen. Ach ja, und auch den Rest des Gebäudes und alle, die sich darin befanden. Das selbstverliebte Böse klopfte sich ob dieser Tat selbst auf die Schulter. Oder hätte es gerne getan, aber die Metallrüstung ließ dies nur unter grässlichem Klonken zu. Aber dafür hatte man ja Schnodderlinge. Offensichtlich hatte der Schatten ein ideales Gefäß mit dieser Dunkelelfe gefunden. Talia hatte sich mit der Auslöschung der ermüdenden Bibliothek und der Vernichtung von Halbtwistram schon zur bösesten Mitarbeiterin des Monats gemausert. Mit der Zerstörung eines Waisenhauses und dem Werfen von magischen Geschossen auf unschuldige Bürger war sie sofort zur Lieblingsgehilfin des seine Gehilfen verheizenden Bösen aufgestiegen. Nach ihren Taten zog sich Talia in die Gewölbe unter den Ruinen der ermüdenden Bibliothek zurück. Zwischen der dortigen Schlachterei und den Gemächern des verrückten Erzbischofs Lazarus machte sie sich bereit, im Namen des ultimativ Bösen etwas Mächtiges zu erschaffen. Ein Dungeon-Herz, Grundstein der Macht eines jeden Dungeons. Weit entfernt war Thanos, der Paladin des Lichts und Talias Mentor, auf dem Weg in die Hauptstadt des Reiches, Sturmluft. Naiv und gutgläubig wie er war, pfiff er gut gelaunt vor sich hin und ahnte nichts von den Taten seiner Ziehtochter. Zwar war ihm bewusst, dass eine Dunkelelfe immer einen bösen Kern in sich trug, aber er hatte gehofft, diesen durch religiöse Indoktrination mit verrückten alten Schriften besiegen zu können. Tja, falsch gedacht. So, ihr Lieben, das war die erste Aktion. Nein, Moment. Die Dunkel... Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Dann hören wir Bösen mal eben noch mal. Hatte das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel, einer Dunkelelfe namens Talia. So, jetzt kann ich aber moderieren. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Mission und beim nächsten Mal können wir hoffentlich auch endlich unseren ersten Dungeon aufbauen. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich freue mich auf euch. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.